Teich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Okay. Oh! Moon. Noch ein bisschen mehr. Moment mal, das ist ja... Ich glaube, ich hätte meine andere Waffe behalten sollen, gerade eben. Gasmasken auf. Ach so! Ja. Okay. Neuen Filter, kann ich die jetzt mitnehmen? Ullmann, nein. Überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei, gehen wir. Oh, ich hätte vielleicht doch nicht meine eigene Waffe behalten sollen gerade eben. Das Ding hat nur 20 Schuss. Na, wenigstens lebt Wladimir noch. Das ist ja die Hauptsache hier. Wladimir. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Die Dinosaurier sind hier. Alter, stirb. Ich hätte doch echt die andere Waffe behalten sollen. Und ich habe gerade große Frame-Einbrüche. Alter, diese Viecher, das ist ja hier. Ich würde ja gerne ein bisschen besser spielen, aber irgendwie packt mein Rechter das gerade nicht. Alter. Ja, mein Rechter ist gerade ein bisschen am Umspacken hier. So. Ich hoffe, hier gibt es gleich einen Checkpunkt. Checkpoint. Was ist das? Brauchen wir die Gasmaske? Scheiße. Diese Tür führt nach D6. Sind wir da? Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Bist du in Ordnung, Artyom? Ja. Wir versuchen, zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. War sehr nett, mich hier alleine zu lassen. Bringt's nach sich, Gerät? What the, Alter? Was ist das für ein Vieh?
Alter! Das Ding stirbt auch nicht, ne? Was ist das ein Vieh? Das ist so viele, Alter, das ist unmöglich. Das ist unsterblich, das Vieh gerade. Ich glaube schon, dass das unsterblich war. Und wir müssen versuchen, so schnell wie möglich hier durchzukommen. Oh. Tja. Da kommst du nicht runter, ne? Ja, es war so ein Vieh, das man nicht umbringen konnte, glaube ich. So. Batteries leer. Rein theoretisch könnten wir echt mit der guten Munition spielen. Aber erst wenn wir keine andere Munition haben. Was sind das für Viecher, ey? Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir hier einfach warten. Oh, stimmt da doch. Wenn man bedenkt, wie viel ich schon verballert habe für diese Typen. So. Ich glaube, ich nehme wieder das Ding mit. Das ist irgendwie 40 Schuss schon besser. So, wo geht's denn hier lang? Hm. Vielleicht hier drauf und dann irgendwie hoch? Auch nicht. Hier lang? Hä, wo geht's hier weiter? Ich bin gerade sprachlos. Nee, Moment mal, hä? Da oben ist ein Loch. Hier geht's runter. Ach, da hinten, ha, sag das doch. Wah! Geh auf. Ach. Hier! Gott sei Dank, du lebst noch. Wir haben Stepan verloren. Oh. Hey, Ruhe! Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. So. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Sicher? Jetzt schau ich mir mal an. Es gibt ja auch. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Ja, ich auch. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist nicht gerade gut zu hören. Nächster Halt, D6. Oh. Oh, ich will für Zug fahren, yay! Das ist für Artyom schon auch irgendwie die richtig geil, mal einmal Zug zu fahren. Also in so einem richtigen. Naja. D6. Nah an D6.
Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Ja, das ist die Frage, Artyom. Das ist die Frage. Und ob es das wert war, das erfahren wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.